Ne? Würde ich mal sagen, es ist eine sehr natürliche Angelegenheit. Bitte lass mich in Ruhe. Ich treffe jetzt hier gleich den Philipp bei der Pizzeria. Der hat nämlich gerade kurze Pause zwischen seinen Terminen und ich hier gerade in Berlin düse ich ihm am schönen Roller erstmal zur Pizzeria. So, wir warten jetzt einfach mal und ich treffe ihn hier gleich. Hier um die Ecke haben wir schon den Laden und schauen wir mal. Schöne Kreuzberg hier. So, tada, hier ist eine Maschine. Und die halten wir doch gleich mal einfach an. Eine Sekunde, Sportsfreunde. Fette Maschine, die wiegt ja auch was. Und dann gucken wir gleich mal. Erstmal den Helm hier abnehmen und wir sehen uns gleich. So, da sind wir angekommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Fastfood-Vlog. Wir waren ja schon in Hamburg bei so einer schönen Pizzeria, wo es so kleine Stückchen gibt. Und aus meiner Zeit im Praktikum bei der UFA kenne ich hier die Victoria-Pizzeria mitten in Kreuzberg. In der Hagelberger Straße ist das, Hausnummer 17, 16, also muss es sein. Und die war mir schon immer so sehr, sehr ein Dorn im Auge, weil es sehr lecker war. Und ja, wie gesagt, der Philipp hat jetzt frei zwischen seinen Terminen und ich latsche einfach mal rein und gucke mal, was er schon bestellt hat. Ich glaube, er ist relativ busy und ja, auf jeden Fall ein Tipp, Victoria Pizzeria und relativ günstig, so kleine Stückchen. Ich gehe einfach mal und wir gucken mal, was es hier gibt. So, hereinspaziert. Hi. Moin. Hallo. Guten Tag, Philipp. Du bist mal ein paar Minuten früher gekommen. Wieso? Weil ich gerade hier mit dem Kollegen, mit dem Serkan, ja, eine Diskussion geführt habe über Sport. Oh. Ja, weil er gerade meinte, wenn ihr jetzt gleich vorbeikommt, dann könnte er ja eigentlich ein Unterhemd anziehen, schön im Pumper-Style. Ach so. Und dann habe ich natürlich bei diesem Prachtschuh gesagt, das sieht mir nach Sport aus. Und er hat mir gerade erzählt, dass er geboxt hat und MMA gemacht hat. Da habe ich gesagt, man sieht das so, ne? An der Statur halt irgendwie. Ja, cool. Genau. Wir filmen aber erstmal auf das ganz Wichtige. Jetzt schon. Ja. Wir filmen auf das ganz Wichtige hier auf die Pizza. Ganz genau. Will jemand da was zu sagen? Was haben wir denn hier Bestimmtes? Das ist die scharfe Salami. Scharfe Salami. Genau, hier ist Brokkoli, Paprika. Wir haben die Champignon mit Rosmarin. Hier ist Zucchini mit Basilikum und Tomaten. Hier haben wir Artischocken mit Oliven und Tomaten. Hier haben wir die Aubergine. Klassisch halt Margherita. Und halt auch alles, also viel vegetarisch so, ne? Kommt drauf an, der vegetarisch. Und sehr frisch alles, oder? Ihr macht ja auch dann nochmal alles oben drauf. Genau. Ja. Wird sehr lecker. Dünner Teig. Breite Verkäufer. Und breite Gäste natürlich. Fitnessintention. Breite Gäste, breite Verkäufer. Gleich kommt von unserem Kumpel hier sein Lieblingspizza raus. Rucola mit Tomate und Parmesan. Hast du auch Thunfisch gemacht? Thunfisch hast du bestellt? Sehr gut. Thunfisch, das Eiweiß brauche ich auch. Genau. Und Massephase, Bitch, würde ich sagen. Nee, heute wird reingehauen. Vielleicht können wir mal kurz was sagen nochmal zu. Ja, was willst du sagen? Also, wir haben ja jetzt gerade sozusagen mal, sind ja am Pizza-Essen und für manche ist es vielleicht etwas untypisch, weil sie sich denken, ist ja nicht so fitnessgerecht oder so. Wir sehen das ein kleines bisschen anders und zwar muss es heute zum Beispiel bei mir extremst schnell gehen, weil ich nämlich jetzt gerade einen Kunden hatte und jetzt gleich noch einen habe und es muss schnell gehen. Mensch, du. Eben, genau. Und deshalb einfach mal die Pizza rein, weil... Ja. Ihr habt doch ein bisschen Weihnachtsdeko hier, ne, am Start. Ja, das sollen Tannenbäume sein. Das sollen Tannenbäume sein. Da oben haben wir noch was. Sie müssen auch die Flaschenreiniger. Getränke gibt's auch. Hier, ich hab immer Fritz Cola am Start, ne? Ey, ist die beste Cola der Welt. Aber hier, die ist auch ganz geil. Hier gibt's auch die Rhabarberschorle. Rhabarberschorle. Rhabarberschorle auch hinzu. Mate. Mate ist, glaube ich, ein typisch Berliner Ding, ne? Ja, also kennt Club Mate, so Studenten-Style halt, ne? Das ist halt sozusagen. Das nehmen die auch so zum Saufen, da machen sie dann Wodka mit rein. Mit Koffein drin, Kaffeeersatz für viele hier, ne? Ja. Also, das ist schön, dass Agenturen und Start-up-Getränke. Und für Worky habe ich natürlich auch hier sein Lieblingsgetränk. Die pinke Himbeer-Cassis. Zeig's mal kurz. Capri-Sonne ist hier schön. Capri-Sonne für die ganz harten Gains. Ja, meine Capri-Sonne wäsche ich mir gleich erstmal schön. Cola-Mix habe ich früher mal gesoffen. Kennt ihr das vielleicht noch? Cola-Mix. Vor allem die koffeinfreie. Das ist meine ganz. Mir hat das meine Mama immer verboten, so eine Sachen zu trinken und zu essen. Aber anscheinend gibt es doch immer auch frische, gepresste Rohsäfte, oder? Richtig.
Also, richtig geil hier für die Vitamine haben wir natürlich nochmal. Ja, ja, klar. Hier oben Artischocken, Paprika, Kirschtomaten sich hier auch noch. Und natürlich reicht jetzt Kennobst, wir wissen natürlich. Orangen. So, wir warten jetzt, bis das Essen fertig ist und dann gibt es gleich mal eine Einsicht auf die leckere Pizza. Ja. Frisch und gesund aus. Hier haben wir unsere frischen Rucola. Soll ich auch reden dazu? Ja, klar, genau. Dann gleich kommen die frischen Tomaten noch auf. Kirschtomaten als frische, oder? Kirschtomaten sind leider ausverkauft gewesen, deswegen haben wir normalen Tomaten. Da, Pflänzchen, ne? Ganz frisch, gleich gezogen. Das ist Rosmarin und hier ist Basilikum. Und hier haben wir unsere Olivenöl. Und nichts aus dem Streuer, sondern alles frisch. Und alles frisch, alles frisch. Ja, schön. Und jetzt frische haben wir hier unsere Tomaten. Das ist unser Pizzabäcker Ali Haider. So sieht er aus. Schön Parmesan nochmal lecker. Oh ja, das sieht doch mal lecker aus. Parmesan? Ja, Parmesan. Das weiß ich auch noch. Parmesan und gleich darauf kommen leckere Parmaschinken. Oh, gehen wir irgendwas richtig rein. Thunfisch ist im Ofen. So sieht das jetzt aus. Da ist dein Thunfisch. Der Thunfisch ist das. Und auch mit Lauchzwiebeln immer schön, ne? Ja. Lauchzwiebeln, damit der Lauch aus einem rausgeht. Richtig, also wer Lauchzwiebeln ist, der entlaucht sich damit. Darf nicht zu viel Lauchzwiebeln essen, weil davon kann man Lauch werden. Genau. Aber wenn man es sich mal anguckt, sieht richtig, richtig fresh aus jetzt hier so. Vor allem das Schöne ist hier auch immer der dünne Teig, ne? Ja. Also ich meine, man kann ja jetzt vielleicht noch mal kurz auf so Weißmehlprodukte Weißmehlprodukte eingehen. Ja. Wir stellen das jetzt mal hier so hin. Gibt's sogar hier so, ne? So ein Teil da unten, ne? Tief drin. Nee, ja, so, ne? Parmaschinken, ne? Ja, genau, mit Parmaschinken. Also nochmal ganz kurz wegen den Weißmehlprodukten. Also klar muss man halt aufpassen, dass man nicht zu viele, zu viele Weißmehlprodukte zu sich nimmt. Aber es gibt halt immer so eine Sachen, dass man dann sagt, ja, davon wird man dick und so weiter. Der einzige Unterschied zu einem Vollkornprodukt ist eigentlich nur das, dass die Mineralstoffe entzogen sind. Ja, ja klar, aber die kannst du ja auch über Obst, wenn du sagst. Die Mineralstoffe kannst du natürlich ganz normal wieder über Gemüse, Obst und so weiter da reinpacken. Deshalb nehmen wir hier auch zum Beispiel eine Rucola-Pizza hinzu, ne, dass da so ein paar Greens mit drin sind und so, die gerade übrigens, ich zeig's mal kurz, vorbereitet wird. Selbstverständlich gibt es auch Mineralstoffgetränke, die man da zu sich nehmen kann. Richtig? Das machen wir nicht, wir machen es auf natürliche Art und Weise. Jetzt, guck mal her. So, jetzt kamen unsere Pizzen hier gerade schön frisch aus dem Ofen und wir haben uns bestellt Rucola mit Parmaschinken. Großartig. Und was haben wir hier, Görki? The best. Thunfisch, eigentlich meine Lieblingspizza, muss ich ganz klar sagen, wenn ich das sagen darf. Thunfisch immer das Beste. Und man sieht hier sehr, sehr frisch draufgelegt. Oft ist es ja der Thunfisch, dass er so überbacken ist oder sich irgendwie so ne, verschrumpelt darunter befindet. Also ganz wenig. Hier wirklich schön viel oben drauf, frisch dann noch nach dem Backen der Pizza oben draufgelegt, dass es auch noch schön saftig ist. Und was ich auch gut finde, dass hier Lauchzwiebeln drauf sind. Die finde ich nämlich immer allein schon farblich. Ein Lauch bekommt seine Lauchzwiebeln. Das ist immer viel angenehmer als Pizza, als normale Zwiebeln. Wir sollten jetzt einfach mal live testen. Nimmst kennen die ja schon. Ich weiß, den beiden Thunfisch, ne? Mach noch einmal für die Kamera, dass das auch noch ist. Komm, pass mal rein hier. Das zieht Fäden, Görki. Mhm. Ne? Ja, geil, kann ich auch nur sagen. Weiß ich auch. Gut, jetzt mache ich auch mal. Ja, mach du auch mal. Ja, ja, zieht 2 Meter lang. Lecker, ne? Geil. Gut, ne? Guck mal, was ich hier noch mitgebracht habe. Mhm. So ein bisschen getrocknete Kräuter, weißt du? Mhm. Ja. Kommen wir jetzt nochmal Geschmacksjetzt gleich hier hinterher. Weil dann haben wir das und dann können wir gleich ein Fazit auch ziehen. Ne? Mhm. Mal hier so ein. Das ist Rucola und Schinken, ne? Und der. Ja? Okay. Mhm. 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 Weißt du, so bekommt natürlich eine Pizza einen viel gesünderen Charakter, wenn da gleich noch so ein bisschen Salat mit drauf ist und so. Das schmeckt so, als würde man in so einen Salat reinbeißen, ne? Weil so dick da der Dings drauf ist. Aber du hast wieder richtig gute Manieren, Dirty. Mhm. Gut.
Ich habe mir auch so ein kleines Sandwich gemacht. Was machst du denn? Unkompliziert. Schnell gehen muss es heute. So. Ne? Aufbauen. Mama, Fazit bitte. Fazit. Pizza hatten wir schon mal. Lecker. Übelst geiler Teig. Sehr knackig, aber auch dünn. Dünn und knackig. Und kann man das schon mal hier so zeigen? Hier, mal um, hier sieht man so diese Luftbläschen. Hier, seht ihr? So sieht guter Pizzateig aus. Ja, so. Belag ist auch geil, Qualität stimmt, frische Zutaten, schmeckt tomatisch. Nur, dass ich nochmal eine Empfehlung für einen coolen Pizzaladen in Berlin habe. Wir hatten Hamburg ja schon dran. Mhm. Jetzt ist Berlin nochmal dran. Victoria Pizza, Hageberger Straße Nummer 16. Hageberger Straße Nummer 16. Kommt da vorbei? 16, Sacker? 16. Ich verwechsel mal 60 und 16. Hageberger Straße 16, Nähe Kreuzberger, Nähe vom Victoria Park. Kommt doch mal vorbei. Großbärenstraße, Ecke Hagelberger. Großbärenstraße, Ecke Hagelberger. Preislich, was kostet so ein Stückchen bei dir? Oh, Stück 2 Euro. Kleines Stück 2 Euro. Was heißt kleines Stück? Ist ja, wie groß ist so ein Stück? Ein Viertel, ne? Ja, sehr, sehr faire Preise, sehr geschmackvoll. Und gut, vielleicht, zeigst du noch mal. Ist noch an? Ja, ist noch an. Zeig doch noch mal diesen Kindersack. Also, ne, da muss man dazu sagen, das ist halt so ein halber Kindersack. Und den bestelle ich mir mit Görki auch ganz gerne. Aber ihr liefert auch neuerdings, ne? Ja, wir liefern. Genau, das ist jetzt unser Lieferkarton für die nächste Zeit, wenn wir abends mal einen kleinen Hunger haben. Machen wir auch so? Na, da kann man schon mal, wenn Görki nicht brav war, dann sperren wir den da drin richtig, ein, ne? Ja. Alles klar, wisst ihr Bescheid, kommt vorbei, Victoria Pizza. Wir essen jetzt weiter, bevor es kalt wird. Und dann wird natürlich wieder gearbeitet und ja, komm, sauber doch hier nicht alles auf meine Pizza, Mann. Also, wieder schauen. So, Pizza ist fast geschafft. Sage und schreibe, 2 Stück sind noch übrig, aber irgendwie. Görki, was machst du da? Jetzt wollen wir mal gucken. Was machst du hier? Cabri-Sonne. Instagram. Musst du abchecken, nicht? Bist ja ein harter Bursche. Sag mal, sag mal, ob der Bizeps schon gewachsen ist. Ohne künstliche Süßstoffe und Aromen. Sollte man alleine vom Geruch her, den ich jetzt hier gerade so unterschwellig wahrnehme, würde ich mal sagen, das ist eine sehr natürliche Angelegenheit. Jetzt lass mich in Ruhe. Klein Görki. Klein Görki ist ganz zufrieden mit seiner Cola, nicht? Oder Mix. Oh, ist ja auch von Fresenus-Institut getestet. Zitrone drin. Zitrone ist drin, ja. Das heißt, da ist extrem viel Vitamin C auch drin, ne? Macht dich wirklich happy im Winter. Ja. Bist du schüchtern? Bist du schüchtern? Was trinkst du denn da? Chrissy, was trinkst du denn da? Cabri-Sonne?